Ongoing, hier sind wir, ein neues Spiel, Orcs Must Die 2, oder Orcs muss die Ausrufezeichen 2, mit dabei der Fjalk, der sich gerade noch seinen Charakter bastelt. Hallo. Und meine Wenigkeit, da ich eine Frau habe, habe ich mir diesmal einen sehr feminin klingenden Namen gegeben, der mein Lieblingsessen mit der Weiblichkeit verbindet. Deswegen heiße ich Baconia. Ja. Wir hatten das Spiel schon mal vor einiger Zeit mal testweise angespielt, um zu gucken, ob es uns überhaupt generell Spaß macht. Das hatte es, glaube ich. Oder? Schon, doch, ja, doch. Ja. Genau, dann haben wir es nur vergessen. Und da sind wir wieder. Gruppe erstellen. Ich glaube, ich muss dich gleich noch einladen. Wir machen die Story. Spielen wir Lehrling oder Kriegsmagier oder Albtraum? So Schwierigkeitsgrad Mittel. Also Mittel ist, glaube ich, gut. Wir sind ja zu zweit. Wir können es uns immer wieder runterstellen. Wir hatten damals schon gemerkt, blende ich auch mal eben einmal aus. Hoffe ich, dass Zukunftsbacon dran denkt. Ich habe den Fjalk mal eben eingeladen. Obwohl, eigentlich muss ich es nicht ausblenden. Man sieht halt nur, welche Freunde bei mir bei Steam Online sind. Das ist jetzt auch kein Verbrechen. Kann sein, dass das hier peinlich ist. Und zwar hier im Hauptmenü sieht man ja genau Story, Kriegsmagier, im Zauberbuch keine Schädel verfügbar. Sobald wir hier Sachen abgeschlossen haben, kann man dann hier Sachen, Punkte ausgeben. Und dann fangen wir doch einfach mal an. Dein Ziel, lass die Gegner nicht hier durch aus den Minen entkommen. Währung haben wir unten, die wir verbrauchen, wenn wir Fallen platzieren. Wir haben jetzt weniger Währung, wenn man zu zweit spielt. Wenn man alleine spielt, hat man mehr Währung. Genau, es gibt die Spaltpunkte. Wenn Gegner halt entkommen, kriegt man weniger Punkte, glaube ich, am Ende. Es gibt den Wellenzähler da oben, 1 von 4, Ausrüstungsbalken. Man kann die Ausrüstung während des Levels nicht mehr ändern. So das sollte es ne? also enden. Nee, das machst du in deinem in der Falle. Und zinkt. Aller Macht beraubt. Ich hatte etwas Besseres verdient. Sie waren hinter mir her. Einst war ich ihre Königin. Jetzt würden sie meinen Untergang besiegen. Doch plötzlich, wie aus dem Nichts, ein neuer Spalt. Er war anders, zerbrechlich. Ich spürte Macht aufkommen. Nur ein winziges Rinnsal. Nicht mal genug, um auch nur die Gedanken eines einzelnen Orks zu beeinflussen. Dennoch, der Spalt bot eine Fluchtmöglichkeit. Sobald ich auf der anderen Seite ankam, sah ich ihn. Er stand direkt vor mir, mit diesem dämlichen Grinsen auf dem Gesicht. Dazu gab es nur eins zu sagen. Renn! Ja, das war jetzt das Intro. Mitspieler ist im Zauberbuch. Genau, also man kann, glaube ich, während der Wellen kann man später nicht mehr wechseln. Und ich hatte damals zum Beispiel einen Fehler gemacht, dass ich keine Nahkampfwaffe mir reingelegt hatte. Wir sehen unten rechts, was der Fjalk auswählt an Fallen. Ich wähle dann andere Fallen aus und werde mich dann auch auf andere Fallen spezialisieren. Nehme ich das Zepter der Beherrschung oder nehme ich den Steinstab? Ich glaube, das Zepter der Beherrschung. Das klingt jetzt im ersten Moment besser. Der Fjalk hat hier... Was hat denn der Fjalk ausgewählt? So eine Wandfalle Stachel, und eine Bogenfalle. Genau. Das Geile ist, die habe ich bei mir gar nicht in der Auswahl drin. Die habe ich bei mir überhaupt gar nicht drin. Und meine goldene Klare, genau. dann wähle ich doch... Die Wandfalle ist gut. Die Dornwand fand ich damals, als wir es angespielt hatten, eigentlich ganz cool. Aber die ist halt auch recht teuer. Das Ebenenportal... Nee. Verbrennt die Netze. Ich nehme dann, glaube ich, einfach die Säuresprüher. Muss nach dem Auslösen zurückgesetzt werden. Muss man das selbst zurücksetzen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das überhaupt... Nee. Nee, ich habe ja einige, die du nicht hast. Also ich habe ja... Aber also ich sehe das ja gerade bei mir im Dings. Also die Eisfalle steht auch. Muss nach dem Aussetzen zurückgesetzt werden. Aber die nehme ich auch. Ich finde, das klingt ganz gut. So, hier vorne kommen die Feinde raus. Da hinten ist der Eingang. Wir können da diesen Schalter, den können wir umlegen. Dann fahren die Wagen woanders lang. Wenn die Wagen halt den Gegner treffen, macht das Aua. Ja, meine Säurewände muss ich hier an der Wand platzieren. Was habe ich? 2000. Das heißt, ich könnte eigentlich 2 Säurewände und 2 Eisfallen machen. Ja, dann mache ich vielleicht
setz doch du deine Säure-Dinger, dann setze ich davor diese Teer-Teile, damit die auch schön kleben. Ah, das sind die langsamer, ja. Dann setze ich hier Säurewand 1 und die andere setze ich auf die andere Seite. Und dahinter setze ich mal jetzt eine Eisfalle. Also für Leute, die sich fragen, was das Spiel ist, man sieht hier unten ja diese blauen Pfeile, diese blauen Striche sind halt die Bewegungen der Gegner. Und wie ich jetzt schon sehe, laufen die da vielleicht teilweise halb dran vorbei. Aber mache ich einfach mal so. Dann bin ich jetzt pleite. Ich setze dann noch hier meine Stachelwand und dann irgendwie mittig nochmal so ein Teerdings. Ja, dann bin ich auch fertig. Mal gucken, ja, ob die überhaupt so weit kommen. Ja. Ich sag, ich bin bereit. Ich meine, das Gute ist, ich glaube, gerade zu Beginn konnte man die Gegner teilweise noch sehr... Ja. Man sieht es ja, zumindest einige halten da teilweise nicht wirklich viel aus. Okay, die schießen ganz rüber. Vielleicht dieses muss sich zurücksetzen heißt vielleicht auch einfach, dass es, ja, es heißt wahrscheinlich einfach, dass es eine Zeit braucht, bis es sozusagen wieder muss zurückgesetzt werden, bis es sozusagen wieder aktiv ist. Nächste Welle in 10, 9, 8. Ja, wir könnten jetzt noch was setzen. Oh, es gibt auch Loot. Oh, was hast du bekommen? Nichts, aber hier vorne schwebt so ein Heiltrank oder was. Achso, ach, ein Heiltrank, ja. Ja, genau. Wir haben oben auch Lebens- und Magiebalken und natürlich, wenn wir Leben verlieren, ist das auch nicht gut. Also, wenn wir sterben sozusagen, sterben wir halt nicht direkt, sondern wir kriegen, glaube ich, auch wieder einfach vor allem Sachen abgezogen. Kommen da noch viele? Ja, leider. Aber bisher haben wir es geschafft, dass noch keiner durchkommt. Wird sonst auch mal, ich gehe auch mal eben noch mal ein kleines Stück zurück. Zack, ich habe da hinten noch mal eben eine Säurefalle gesetzt. Einfach nur, falls die Gegner weiterkommen. So, ich kann nämlich auch mit meinem Zauberstab, wenn die kurz vor mir sind, kann ich die nämlich benebeln und dann hauen die sich auch gegenseitig kurz. Das kostet allerdings dann wirklich ein bisschen Mana, so wie das aussieht. Nächste Welle in 10, 9, 8, 7. Okay, das heißt, wir haben nicht mehr viel Zeit. Was ist hier noch? Ah, ich glaube, zur Not müssen wir uns jetzt einfach gleich ein bisschen zurückziehen und hinten weiter noch Sachen setzen. Also mit den Säurefallen bin ich eigentlich bisher ganz zufrieden. Die machen echt einen guten Job. Ja. Und auch die Eisfallen finde ich eigentlich ganz cool. Die halten die Gegner zumindest eine Zeit lang auf. Also sind nochmal ein paar von den dickeren in die Säurefalle reingegangen. Das finde ich auch gut. Oh, kommt da noch viel? Was kommt da noch? Können ja auch mal deine schönen Pfeildinger einfach mal nutzen. Aber man sieht ja schon, dass die Gegner ziemlich runter hinten rauskommen. Okay, vor der letzten Welle können wir noch mal kurz pausieren. So, ich habe 2000. Ja, das heißt eigentlich, das Einzige, was ich jetzt vernünftigerweise vielleicht nochmal machen kann, ist, ich könnte entweder hinten noch mehr Säure-Dinger setzen oder ich setze hier einfach alle nacheinander. Dann mache ich das jetzt, glaube ich, also ich setze hier vorne nochmal eins und hier hinten eins. Ja, dann setze ich davor noch ein bisschen was und dann... Und dann habe ich jetzt immer noch 900. Und die hebe ich jetzt einfach erstmal nochmal auf, glaube ich. Oder ich packe hier hinten. Ah, ich packe da hinten auch noch eins hin.
kurz gucken. Es gibt jetzt hier keinen, die laufen. An den blauen Pfeilen sieht man ja, wo die Gegner langlaufen. Okay, also es gibt nicht irgendwie einen Weg, den wir jetzt nicht gesehen haben. Ja, also ich bin bereit. Und wahrscheinlich müssen wir uns jetzt hier dann irgendwann auch gleich mal wieder ein Stück zurückziehen. Aber erstmal gehe ich ran und mache Liebe. Nein, also ich mache nicht Liebe mit denen, sondern ich sag, ich will, dass sie sich kurz gegenseitig bekämpfen. Da versuche ich halt immer eher so ein bisschen auf die Dickeren zu gehen. Oh, das... Jetzt habe ich auch nochmal ordentlich... Punkte bekommen. Ich habe ein bisschen Leben verloren, aber ich gehe einfach mal einen Schritt zurück. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus, würde ich sagen. Ja, wenn jetzt nicht noch so ein Obermonster hier durchrennt oder so. Na, ich glaube, das war's. Ja, 4. Ich glaube, mehr könnte man nur... mehr kann man, glaube ich, nur bekommen, wenn man noch höheren Dings macht. Ich kriege die Bodenfalle als Belohnung. Ich gehe jetzt einmal ins Zauberbuch. Das ist ja, glaube ich, richtig, ne? Ja. Weil da kann man jetzt seine Ausrüstung sich angucken. Aber man kann halt auch sagen, hier, ich kann zum Beispiel jetzt die Fallen verbessern. Ich gehe mal auf den Säuresprüher. Für 5 spritzt die Säure weiter oder verlangsamt die Ziele. Ich könnte jetzt hier meinen Zauberstab, mein Zepter verbessern. Was haben wir hier noch? Ja, da hinten der Kram. Verkleiden macht Spaß. Ich glaube, ich verbessere... Wie viel habe ich jetzt? 7. Welche hatte ich gerade benutzt? Die Eisfalle hatte ich benutzt. Und die ja, Säure-Dings und Eisfalle, genau. Upsa. Das Zurücksetzen zum Beispiel verkürzen. Geht das auch beim zusätzlicher Schaden? Spritzt weiter, verlangsamt Ziele kurzzeitig. Dann sage ich doch einfach, spritzt weiter. Und Waffen. Ah. Ja. So, ich habe meine 7 ausgegeben. Ich habe auch noch meinen Zepter verbessert. Dann würde ich jetzt nämlich sagen, fortfahren. Naja, es ist generell empfehlenswert, ein neues Level erstmal auszukundschaften, bevor du auf loshämmerst. Das ist ja langweilig, das kann doch jeder. Ja. Ach, Leertaste. Ich vergesse immer, man sollte dann noch die Leertaste drücken. Okay, also wir haben hier diesmal 2 Ausgänge. Es wird momentan erstmal nur einer benutzt, wie wir sehen. Das ist schon mal wichtig für uns zu wissen für nachher. Ja, ich würde es, glaube ich, ähnlich machen wie beim ersten Mal. Also hier vorne schon mal irgendwo recht früh. Wir sollten allerdings jetzt schon von vornherein dran denken, dass wir ja hier hinten dann auch einiges brauchen, weil und vor allem hier hinten, das wirkt dann ja auch gegen beide. Wenn die es richtig sehe, laufen die auch beide Wege lang. Dann packe ich da einen hin. Und packe auf die andere Seite, packe ich noch eine Eisfalle. Eisfalle. Und... dann packe ich hier auf die Außenbahn auch noch eine Eisfalle. Ich warte mal eben einmal ganz kurz, bis der Fall... Ja. Was so ein bisschen anders ist als bei... Wie ist es? Wir hatten doch mal zu dritt das eine Spiel gespielt. Ist das Shadow, Death, irgendwas? Deathtrap. Deathtrap, genau. Genau, was ein bisschen anders ist als bei Deathtrap.
was wollte ich denn gerade sagen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, nö, fangen wir an. Ich kann meine Schüsse aus dem Mauer aufladen. Ich nicht. Ah, geil, jetzt kommen die, jetzt kabbeln die sich hinten, weil ich den einen da gerade übernommen hatte. Bin ja gespannt, wie viel Zeit wir gleich zwischen den Wellen haben. Wir sollten auf jeden Fall gucken, ob das zweite Ding aktiviert wird, weil dann würde ich dort, glaube ich, auch wieder was hinpacken. Ach Mist, ich sehe jetzt ja gerade erst, ich hätte sogar einen vierten Slot gehabt, den ich jetzt gar nicht benutze. Stimmt, aber du kannst ja immer noch ins... Nee, kannst du nicht, Mist. Nee. Achso, da habe ich jetzt zu wenig, okay. Macht Liebe. Ja, das mit dem Zauberbuch, da hätte man echt mal besser aufpassen sollen. Nächste Welle. Also jetzt bei mir stand auch nur, ich habe die irgendeine Bodenfalle freigeschaltet. Da stand auch nicht, dass ich jetzt noch einen vierten Slot kriege. Ja. Da habe ich auch nicht drauf geachtet. Ja, aber das, ich glaube ja immer noch. Ich glaube ja eigentlich mal bei solchen Spielen ist es meistens ein Tick einfacher, wenn man zu zweit spielt. Ich gehe mal eben nach rechts. Yep. Wenn du Hilfe brauchst, sag sonst Bescheid. Oh. Sie rennen auch alle sehr, sehr zielstrebig auf die Bodenfallen zu, das finde ich schon mal gut. Ich bin jetzt schon in der Nähe vom Ausgang. Ja, ich komme auch jetzt gerade zurück. Und zwar setze ich jetzt hier auch gleich nochmal eben. Zack. Komm, ich übernehme. Ach, du musst ja schon Schaubahn übernehmen, oder wie? Gut, jetzt haben wir kurz Pause. Oh, da baue ich hier unten noch ein paar Sachen an die Wände. Ja, das ist eine gute Idee. Ich baue hier vorne auch noch mal eben eine Eisfalle hin. Und, warte mal kurz, 1115. Das heißt, ich kann jetzt hier auch noch mal so eine reinhauen. Und dann geht hier... Ah, da kriege ich nicht alle, die in die Mitte laufen. Aber viele, die in die Mitte laufen, dürfte ich da kriegen mit der Eisfalle. Ja, fürs nächste Mal wäre das eventuell gar nicht mal so schlecht, was für einen Boden zu haben, was Schaden macht. Ja. Nicht nur unbedingt die Gegner. Also sowas wie die Bodenfalle, die wir jetzt neu hatten, habe ich aber einfach auch nicht drauf geachtet. Ja, ich bin auch bereit. Ich nehme diesmal links. Ja, rechts kommt noch gar nichts. Ach so. Oh, jetzt. Oh. Links kommt jetzt auch ein Erdelementar. Mhm. Und ich glaube, den kann ich nicht übernehmen. Aber der ist... Mach mal gerade die rechts hier noch weg. Ja, nee, da kommen schon die nächsten. Ich glaube, jetzt mal so mittig. Mhm. Ich gehe jetzt zurück. Wow. Oh, yeah.
Erdelementar. Okay, ist schon platt. So, dann liebt euch untereinander. Zack, ich habe nochmal eben schnell eine Falle reingebaut. Eieiei. Gut, nächste Welle kommt gleich. Ich habe oben noch zwei weitere Säurefallen angebracht, links. Ach Mist, eventuell hätte ich auch rechts noch was anbauen sollen, ne? Rechts kommen sie jetzt auch? Ja. Das Gute ist, ich kann auch den Erdelementar übernehmen. Das Übernehmen ist da gar nicht unbedingt, finde ich, so das ganz Wichtige bei. Sondern das viel Wichtigere ist dabei, die hauen sich dann ja auch gegenseitig. Ja. Und ich habe es, glaube ich, gerade wieder geschafft, den Erdelementar zu übernehmen. Also ein. Es geht natürlich auch immer nur kurz, aber in der Regel sind sie dann schon gut runtergehauen. Ja, also ich würde sagen, so generell so eine allgemeine Bodenfalle, irgendwie so eine Bodenstachelfalle wäre. Ja, ja. So, ich habe hier nochmal den Erdelementar genommen. Aber ich glaube, das sieht jetzt mittlerweile ganz gut aus. Es kommen nämlich keine Gegner mehr nach. So. Uiui. Ja, das war schon ein bisschen mehr Action.